Moin meine lieben Angelfreunde und Freunde von Pufferschor Nord. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pufferschor Nord ist vor Ort. Heute befinden wir uns am Forellenhof Finkenberg in Wulfsen. Wulfsen befindet sich ganz knapp neben Winsen an der Luhe. Das ist hier ein ganz, ganz kleiner Teich, der wirklich absolut versteckt ist im Wald. Momentan in dieser Corona-Phase muss man natürlich aufpassen, nicht mehr viele Anlagen haben offen. Wir waren gestern an einer Anlage, da war gefühlt Volksfeststimmung. Da waren wirklich hunderte von Angeln an so einem ganz kleinen Tümpel, wo wir gedacht haben, oha. Da haben wir dann gesagt, dann machen wir keine Angeltour und kein Video. Dann waren wir gestern in dieser Anlage, hier waren aber auch gefühlt 20 Angler. Heute Morgen sind wir jetzt die Ersten, Ingo und ich. Und da sind wir auch ganz froh drüber, haben uns gleich die besten Plätze für uns so ergattert und hoffen, dass wir heute ein paar Fische hier rauszotteln und vielleicht für euch zu Hause das schöne Video hier präsentieren können, damit ihr zu Hause vielleicht nicht ganz so viel Langeweile habt. Und denkt dran, wenn euch das hier gefällt, lasst gerne ein Like da würde ich mich riesig drüber freuen. Und denkt dran, auf den Abo-Button zu klicken, das ist absolut kostenlos und wird mich hier in meinem Projekt mega unterstützen, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, dann wollen wir mal gucken, was hier heute geht. Seid gespannt, wir sind es auch. Also, bis gleich. So, das ist hier der Forellenteich in Wulfsen am Finkenberg und der ein oder andere kennt diesen See vielleicht noch von früher, ich kenne ihn auch. Und hier war eigentlich, wie man auch sieht, alles zugewachsen. Also hier wurde sich leider lange Zeit nicht wirklich drum gekümmert und mittlerweile sieht das Ding hier richtig, richtig schick aus. Und der Angel Ingo, der ist auch da, den sagen wir nochmal guten Morgen. Der freut sich ganz besonders, der ist hier nämlich öfters mal. Guten Morgen Angel Ingo. Moin. Na, meinst du, das wird heute was hier? Oh, schauen wir mal, ne? So. Angel Ingo hat jetzt hier gerade einen Spoon mit so einer ganz bestimmten Technik jetzt dahinter. Da ist so eine Kapsel hinter, wo so eine Art kleine Brausetabletten. So, der Ingo fischt hier gerade mit einem Spoon und davor hat er eine kleine Kapsel geschaltet, wo eine kleine Brausetablette drin ist. Stop it. Get some help. Das hat er mal in Höhle der Löwen gesehen und das soll so ein Lockstoff sein da und das soll die Forellen reizen und dann, ja, wollen wir mal gucken, ob er damit Erfolg hat. Ich bin ja zwar noch nicht so überzeugt, aber er sagt, das wird hinhauen. Ich bin mal gespannt. Ja, wir haben jetzt zwei Einläufe. Ingo steht an dem ersten. Wie man sieht, ich stehe an dem zweiten. Ja, das wird ja vielversprechend sein. Schauen wir mal, ob hier heute was geht. Was ist hier am Besatz drin? Rein Regenbogenforellen. Es gibt nichts anderes hier außer Regenbogenforellen, was aber auch nicht schlimm ist. Alles in einer guten Portionsgröße. Und ja, da wollen wir uns jetzt mal ein paar schnappen. Wollen wir mal schauen.
Ja. 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 So, meine Lieben. Und heute sind schon die erste. Sind nicht wirklich große Fische, aber schöne saubere Fische. Und für den Räucherofen, denke ich mal, sind die absolut super. Also wollen wir gucken, wie viele wir noch rausholen hier. Weil ich bin ein bisschen blau, sieht aus wie eine Forelle. Okay. Aber die stehen hier vorne auch ziemlich gerade. Schnell so ein. Ja, moin. Hast du das gesehen? Die ist unter dem Rohr durch, Alter. Hat irgendwas angerissen. Voll unter das Rohr hier durch. Ja, so. Ich will links neben mich gehen. Ich stehe nicht gerade so. Oder oben bei der Bank. Da wurde sie reingelassen. Jetzt ist noch nichts passiert.
So, meine Lieben, die zweite habe ich jetzt auch noch auf die Grundmontage mit Auftreiben, Paste, weiße Paste mit einer Bienennadel. Und ja, vielleicht ist es ja heute mal wieder ein bisschen besser als die letzten Tage. Warum müssen wir hoffen? Also. So, meine Lieben, und die dritte rausgeholt. Zeige ich euch jetzt nochmal auf der GoPro. Also, ja, könnte halt mal was werden. Spoon, ein dunkelgelber Spoon. So, meine Lieben, und Ingo jetzt auch mit seiner ersten auf der Grundmontage. Sehr gut. Gucken wir mal, was sie gelandet kriegt. Und Petri, mein Freund. Sehr schön. Ja, eine schöne kleine Regenbogenforelle. So sieht's aus. Ingo, glücklich oder was? Erste Fischi. Voilà. Und endlich hat auch die zweite vom Ingo angefasst, richtig. Mal wieder auf der Grundmontage. Yeah, endlich hat die mal eine angefasst. Ja, auf dem Spoon leider auch schon einige Bisse gehabt. Ihr habt gesehen, bei mir auch schon einige verloren. Aber jetzt die nächste. Zack, Petri. So, und Ingo fängt noch an aufzuholen jetzt hier, aber wieder auf der Grundmontage. Nichts auf der Pose, nichts auf dem Spoon, aber die Grundmontage knallt heute bei ihm. Sehr schön. Petri, Ingo. Petri, Dank. Time forever favors the young.
So, meine Lieben, das war unser Tag heute jetzt hier in Wulfsen. Ja, jeder haben wir 3 Stück gefangen. Ja, war wieder ein mäßiger Tag, geiles Wetter und viel Fisch drin, aber ja, momentan, der April macht, was er will. Also die Fische auch anscheinend. Und ja, Ingo, was sagst du? Ja, wir haben ja am meisten gefangen hier am Teich. Die anderen haben ja gar nichts, so richtig. Ne, es waren immer nur so 1, 2, 3, ne? So, es war sehr bedeckt heute. Also schleppen wir die letzten Tage auch, wie in den letzten Videos kann man nichts machen. Wir hoffen, dass der Mai wieder ein bisschen besser wird. Wir werden andere Teiche nochmal besuchen, aber auch den hier in Wulfsen werden wir besuchen, weil wer den Teich hier kennt, sieht, hier ist eine ganze Menge passiert. Hier war ja früher alles zugewuchert, man konnte ja kaum angeln, würde ich mal behaupten. Und jetzt ist es eine ansehnliche Anlage. Also, wir hoffen, euch das Video hat gefallen. Lasst gerne ein Like da und auch ein kostenloses Abo, das unterstützt mich riesig in meinem Projekt hier. Und ja, wir bedanken uns recht herzlich, wir sagen auf Wiedersehen, macht's gut ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.